Jo Leute, let's go mit SnowRunner. Ich bin mal sehr gespannt, wie es hier läuft. Wir haben viele Tasten belegt. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt vorankommen werden. Und ich muss niesen. Direkt zum Einstieg, das wird super. Und damit gucken wir mal, wie es in Michigan vorangeht. Als erstes benötigst du einen Wachturm, um dir einen Überblick zu verschaffen. Danach musst du einen Truck finden. Ich blende nochmal den Chat direkt ein. Der in der Lage ist, für die Reparatur der Brücke benötigten Materialien zu transportieren. Der für die Reparatur... Ja, okay. Sobald die Brücke repariert ist, kannst du deine erste Werkstatt aufsuchen. Ach, nach einer verheerenden Flut. Alles klar. Alright, guys. Let's go. Handbremse lösen. Ich glaube, ich habe was bei der Tastenbedingung relativ unschön hinbekommen. Ups. Ach, bitte lass es doch eine Option geben für Löschen. Okay, warte. Ja, komm, dann ist es für Pfeil zum Kran senken. Und das ist... Ja, passt. Auf der Handbremse, okay. Dann haben wir... Pfeil zum Kran senken. Heben und senken. Und wo packen wir die Handbremse jetzt drauf? Ich habe keine Ahnung, was Button 11 war. Okay, warte. Da müssen wir noch eine Sekunde... Ach ja, da habe ich sogar noch einen Button frei gehabt. Cool. Okay. Ah ja, Handbremse lösen. So. Warum fährt der so furchtbar, Alter? Okay. Gut, Umgebung auschecken. Letzten Wegpunkt löschen. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, da soll ich hin. Alles klar, let's go. Ja gut, wie gesagt, mit Lenkrad ein bisschen schwierig, ne? Na, wir spielen jetzt mit Controller. Klar, let's go. Ja, guck mal hier, auf dem Controller hast du auch mit nicht beim Ansatz genug Tasten. Ah, jetzt haben wir Allrad erst aktiviert, nice. Und Gyro Kaso, vielen Dank für den Prime Sub in den dritten Monat rein. Hier kannst du haben. Vielen Dank, mein Lieber. Merci. Und guten Abend, willkommen zu SnowRunner. Noch haben wir nicht so viel Schnee, aber... Das wird sich ja noch. Soll das am Anfang so holprig vorangehen oder mache ich irgendwas falsch? Ah. Let's go. Alter, wie der Typ lenkt. Ich will das sehen. Oh, was war das? Was habe ich gemacht? Ich will nur ins Cockpit gehen. Was mache ich denn dafür dann? Ah ja. So fahre ich auch immer. Autsch.
Okay, cool. Ja, ich wollte halt nur gucken, wie wir zu diesem... Oder wofür das Menü gut war, da, natürlich. Oh Gott, Handbremse anziehen. Okay, finde den Wachturm. Okay, ich fahre weiter geradeaus. Ja, Gelände deuten. Bei deinen Fahrten wirst du auf unterschiedliches Gelände treffen, darunter Straßen, Sand, Schlamm, tiefen Schlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Easy. Gefährlicher Wasserstand, aber nicht für uns. Oh mein Gott! Tankstelle! Ja, tanken wir nach und fahren wir weiter, ne? So, Allrad deaktivieren. So, jetzt pushen. Oh wait, wo muss ich denn hin? Handbremse anziehen. Nein, das war Allrad. Aha. Ja, hier vorne können wir rüber, ne? Ja, das geht. Wir könnten auch theoretisch den Weg über die Tankstelle nehmen. Ach ja. Let's go. Geiles Game, ja. Wenn wir es jetzt mit dem Lenkrad zocken könnten, wäre es glaube ich noch ein bisschen lustiger, aber... Ja, wird schon. Ist der Weg schon hier? Nee. Doch. Hä, ich bin schon längst vorbei. What up? Wieder, okay. Ein sehr detailreiches Spiel mit einer Kackstrafe. Nein. Und Bakshus, vielen Dank für den Prime Sub in den zweiten Monat rein. Merci, mein Lieber. Moin. Ah, sehr gut. Ich kann auch ganz normal easy peasy hier mit dem normalen Gang fahren. Wow! Ja, es ist schon ein bisschen Lowrider, ne, hier, also, weißt Bescheid. Und der Sechser, vielen, vielen Dank für den Raid, mein Lieber, und willkommen. Wir spielen gerade das neue iRacing. Hat ein neues Reifenmodell bekommen. Die Beta-Version. Okay. Ubisoft-Mechanik freigeschaltet. Finde Wachtürme. Wir brauchen größeres Fahrzeug. Okay. Finde ein Truck. Ist das nicht Diebstahl? Sägewerk. Pritschenauflieger. Alright. Ah, mit R2 setzt man einen Wegpunkt. Das ist schön. Ja, dann gehen wir da hin, ne?
gute Nacht, Lukas. Und Fuzzi42, vielen Dank für den Prime-Sub, dir, mein Lieber. Merci und guten Abend hier zu SnowRunner. Oh boy. Jawohl, direkter Weg geht immer. Wait. Ah doch, hier am Haus vorbei. Was nicht passt, wird passend gemacht. Schätze ich. Oh! Oh boy! Das passt. Aber ich muss eine Sache sagen, die ich ganz nice finde, ist die Federung. Schon ganz geil programmiert. Ach, ich könnte hier einfach nach links. Wo ist die Handbremse? Okay, ich kann auch driften ohne Handbremse. Oh! Der arme Motor, ey. Handbremse anziehen, so. Schaden anzeigen. Motor hat 73 von 100. Das ist perfekt. 73 ist besser als alles, was da drüber oder drunter liegt. Neuen Truck entdeckt. Okay. Truck wechseln. Ja. Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diesen findest du im Kartenmenü. Lass mich erstmal fahren. Rudi, jetzt wird geballert. Doch die Raucheffekte und so ist richtig geil. Ich will aber erstmal zum Sägewerk. Wobei, wir werden da eh wahrscheinlich storybedingt nochmal irgendwann hinkommen. Deswegen gucke ich mal hier lieber. Stadtlager. Oh boy, was gibt's denn hier alles? Was ist das? Pritschenauflieger wieder. Da ist wieder ein Wachturm. Ja, wo haben wir denn die Aufträge? Da! Seal River Township. Nehmen wir an. Wo ist das? Die Renovierung der alten Brücke anschauen. Was ist das denn? Tiefladeanhänger, okay. Great. What? Okay, warte mal. Ist jetzt hier die... Ist jetzt hier der Auftrag gesperrt? Oder was ist hier los? Lass uns den Auftrag Renovierung der alten Brücke anschauen. Okay. Und was jetzt? Ich fahre einfach zum Sägewerk. Frachtverwaltung, Holzplanken, jawohl, gib ihm.
Okay. Und was jetzt? Warum sagt mir das Spiel nicht, was ich machen soll? Globale Karte. Nein, ich will Steel River Township. So. Warum geht es jetzt plötzlich? Lieferung Metallplanken. Ja, auf geht's. Wo finde ich Metallplanken? Und Holzplanken. Also wenn ich es richtig sehe, habe ich Holzplanken. Zweimal. Hoffe, das passt jetzt. Auf geht's. Die Atmo ist schon ganz geil. Technisch halt nicht unbedingt ein Brett. Ja moin, gib ihm. Ballern. Wohl noch ein Anhänger. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Das würde jetzt, glaube ich, sogar noch länger dauern, noch einen Anhänger zu holen. Oder ähnlich lang dauern. Erst das Holz, erst das Metall hinbringen, dann das Holz. Ja. Gut, das schauen wir, wenn wir da sind. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo wir Metall herbekommen. Weiß es jemand von euch? Macht doch im Hintergrund ein bisschen Rin an, weil es perfekt zur Stimmung passen würde. Speichern, ja, auf geht's. Drift! Metall gibt's in der Stadt, danke! Jo, ich weiß, es gibt noch eine Trockpit-Ansicht, sieht aber beim Lenken richtig Panne aus. Okay, Leute, auf zum Stadtlager. Da holen wir uns einen Anhänger und holen uns direkt auch noch das Schloss. Nicht entfernen. Ja, aber ich konnte es ja nicht abliefern. Für alle Leute, die vielleicht jetzt eingeschaltet haben oder vielleicht das VOD gucken, ouch, und sich dachten, hey, das ist doch sicher voll der krasse Profi, der hier vielleicht spielt, keine Ahnung. Der hat doch super viele Lenkräder im Hintergrund. Nein, bin ich nicht. Rennsimulation, ja, aber Transport kenne ich mich kaum aus. Aber hier, da springt man ins Cockpit. Ja, komm, Alter.
Wobei, so ein bisschen was aus Dakar könnte man vielleicht mitnehmen, glaube ich. Wenn du mehrere Wegpunkte machst, kannst du eine Route erstellen. Okay, danke. Gucken wir gleich. Amps. Kann ich die Dinger nicht einfach umfahren? Ja, klar, komm, weg damit. Irgendwann hast du es raus. Ja, denke ich auch. Ist nur, weil wahrscheinlich halt oft Leute irgendwie reingucken und sagen, oh, du bist doch voll der Vollidiot. Und dann sitzt du raus. Das ist nur eine kleine Info für die Leute, ich bin ein Vollidiot. Ach, okay, das sind jetzt schon mehrere Wegpunkte gewesen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Far Cry 5, das ist gruselig. Wenn man Far Cry 5 gespielt hat. Autsch. Ich hab Hunde. Okay, jetzt bin ich schon committed, hier eine fette Kurve zu fahren. Oh. Ah. Die Mülltonne! Sie verschwendet! Tschüss, Alter. Autsch. Nicht don't chat and drive. Ach, wenn du ihn in der Wildnis findest. Okay. Frachtverwaltung. Metallplanken. Wahrscheinlich ist das das Upgrade, ne? Ach, da gibt's eine Pizzeria. Nice. Man muss ab der ersten Spielminute alles wissen und können, nur ist es langweilig. Ja, finde ich auch. Deswegen, ich finde auch, so ein bisschen sich rantasten ist eigentlich entspannt. Bin ja auch nicht ein unendlicher Dödelkopf. Oh mein Gott! Oh, da wollte ich zu schnell ins Wasser fahren. Wir fahren mal rückwärts kurz. Rückwärts, rückwärts. Wobei das mit den unterschiedlichen Getriebesettings mir eigentlich schon durch Dakar bekannt ist und deswegen haben wir einen kleinen Vorteil. Jo, bitte kein Backseat Gaming. Also, wenn ich mal nicht weiter weiß und Bescheid sage, dann gerne, aber wenn ich nichts vom Spiel vorgreifen, bitte. Oh Gott, Reifenschaden! Wie repariere ich? Schaden anzeigen. Hilft nicht, Schaden verbergen. I have a Platten, ja. Fracht entladen. So.
Wie mache ich das jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Du wirst auch sehr oft die Frage hören, wo der Schnee ist. Ja, habe ich mir auch kurz gedacht. Winde anbringen oder so? Du musst erst die Mission aktivieren. Oh Gott. So ein Ding ist das. Oh Mann, Mann, Mann. Ach, Rechtsklick ist aktivieren. Ja. Weil da rechts unten, wo die ganzen anderen Menüpunkte stehen, da wäre es ja viel zu langweilig, wenn da die Option stünde, wie du das machst. Da. Vielen Dank, Parsi. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich hilfreich. Und genau sowas meine ich. Oh, schön. Das ist ein bisschen wie Death Stranding. Nur ohne Gegner. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Wenn ich mal irgendwie komplett auf dem Schlauch stehe, dann gerne weiterhelfen, aber ansonsten nichts vorwegnehmen. So, Platten und Federung ist hinüber. Frage ist jetzt, wie man das Fahrzeug reparieren kann. Assetto Corsa Spedizione. Geil. Oh je, ey, das ist mit dem Platten nicht gut. Das ist mit dem Platten echt ein bisschen unangenehm. Ach, okay, vielleicht auch einfach nur der falsche Gang. Autsch. Ja, jetzt wo die Federung hinüber ist, leidet auch der Motor. Oh Gott, wo kann ich den reparieren? Weiß das jemand? Parsi, weißt du das vielleicht? Oder Jesper, anyone? Wenn du nicht weiterkommst, musst du die Winde benutzen. Werkstatt? Gibt es eine Werkstatt hier? Ist offiziell erhältlich für PS. Ich weiß nicht, ob es für PlayStation Dings ist, aber. Der billige Hardware zu bergen geht am schnellsten. Ich muss eine Werkstatt finden. Okay, danke. Drück V. Ja, bringt nichts. Werkstatt schaltest du aber erst nach der Brücke frei. Okay, danke. Easy. Dann machen wir jetzt die Brücke ganz und dann Werkstatt. Stimmt, das hieß es ja auch am Anfang. Oh. Dass die Werkstatt erst zugänglich ist, wenn man die Brücke repariert hat. Worauf wartest du noch?
Ja, RIP. Okay. Schade, ich muss in der Nähe sein. Das habe ich mir gedacht. Winde. Bringt mir die Winde nicht mit einem Auto, mit einem anderen Auto nur was? Ah. Okay, warte mal, Winde lösen. I get it. So, Windenpunkt wählen. Ja, das, Gott, wie wechsle ich die Windenpunkte denn durch? Ah. Alter, die Steuerung könnte echt mal ein bisschen mehr erklären, ne? Ja, bringt nichts. Ja, aber hier sind keine dicken Bäume, das ist das Problem. Oh, ja, lol! Nein, nicht wieder reinfahren, nicht wieder reinfahren, Dave. Komm schon! Keep pushing! Keep pushing! Wir verschmutzen gerade die Umwelt mit 7 Liter pro Minute Verbrauch, aber egal. Okay, nochmal, Winde. Vorne? Ja, da ist noch ein Baum. Komm her. Jawohl! Um Gottes Willen, ey, das ist der beste Truckfahrer des Planeten, ey. Mit Winde windet er sich nach vorn. Oh Gott. Nein, Winde gelöst! Winde ziehen! Jawohl! Jawohl! Und lösen! Weiter geht die Reise! Dave hat Spaß! Ja! Gott, der Himmel, ey! Was ist hier los? Alter, ich reite mich, glaube ich, immer tiefer und tiefer rein in den Mist, ne? Komm schon! Komm schon! Ja! Free Dave! Hashtag Free Dave! Ja! Boah, Mann. Da ist ein... Was ist das? Pritschenauflieger. Nee, wollen wir nicht. Leute, wir haben es geschafft. Spiel durchgespielt. Es ist halt auch ein bisschen irritierend, dass man... Okay, ja, nur ein kurzer... Alles gut. Es ist auch ein bisschen irritierend, dass man tatsächlich nur, also nicht mal in einer leicht angeschneiten Region startet, weil das irritiert, glaube ich, schon viele Leute dann. So. Okay. Brauchen eine safe Route. Es gibt, glaube ich, keine safe Route. Nach vorne und links und durch. Funktioniert auch der Widescreen? Ja. Ich sehe rechts und links ein bisschen mehr von der Landschaft. Ja, aber der Widescreen, wenn ich ehrlich bin, das hat mich vorhin schon ein bisschen ernüchtert. Vielleicht muss ich auch nochmal die Capture Cards auf Funktion prüfen. Ob die alle hundertprozentig so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Koop mit Kelvin und René, oh Gott, das wär so hardcore lustig, ey. Nein, nicht wieder rein! Oh, ja, komm, raus! Raus!
Ja. Winde anbringen. Ja, da vorne ist doch einer. Bam, Junge, schön. Ja, Baum gefällt. Da ist aber noch ein stabilerer Baum. Oh, boah, oh, oh Gott. Achso, ich habe den Lastengang nicht eingestellt. Danke. Danke für den Tipp. Das hatte ich mal übersehen. Pass mal auf, warte. Das hier kann ich doch sicher mit einem... großen Baum kombinieren. Funktioniert. Funktioniert. Sauber. Und? Not bad, oder? Nubi Nubi Davy, aber trotzdem ganz okay gewesen. Ach ja, jetzt ein bisschen... Autsch. Rip Engine, Alter. Egal, das müssen wir jetzt halt so durchstehen. Oh nein. Okay, gut. Huh. Lucky. Gibt's auch Licht? Ja. Oh, das war die Handbremse. Oh, yo, nice. Guter Tipp, danke. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass... wie plötzlich es dunkel wurde, vor allem. Das sieht aber schön aus. Aber so eine gewisse Filmkörnung ist drin, die ich irgendwie ein bisschen komisch finde. Weiß nicht, ob sie im Stream gerade rüberkommt, aber... das sieht leicht komisch aus. Du siehst komisch aus. Let's go. Wow. Nicht an den Kleinen. Oh nein, die anderen sind auch so... oh Gott, Alter. Ah. Okay. Ja, ich habe das auch so erwartet. Oh ja, oh ja, oh ja, jetzt sieht's... ja, komm! Weiter! Wir haben gerade 100 Liter verbraucht. Ja, komm, weiter! Weiter, 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 weiter! Yes, sehr schön. Warum finde ich dieses Spiel so faszinierend? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich es so faszinierend finde, aber irgendwie schon. Ja, ich bin leider nicht ganz überzeugt, weil das... also der Monitor, das mit dem Upcapturen und so, da stellt sich die Auflösung teilweise um. Und es funktioniert nicht so perfekt. Absoluter Overkill wäre natürlich zu sagen, okay, ich gehe vielleicht sogar auf ein Full HD 240 Hz Setup. Meine Capture Cards können halt 240 Hz. Und das wäre richtig krass. Und dann Full HD Triple Screen. Und dann je nach Spiel kannst du entweder den mittleren Monitor nutzen nur oder
Naja, mal schauen. Ich guck noch mal, was ich mit dem Monitor mache. Und moin, Clint. Apropos nicht so ganz überzeugt sein von etwas. Kappa. Ja, komm. Pushen. Fahr raus aus der Situation. Ah. Nein, ich werde nicht bergen. Da. Das könnte funktionieren. Ja. Zieh mich, du geiler Baumstamm, du. Oh ja, schön. Das sieht gut aus. Doch. Ich sag gerade, das sieht gut aus. Lord Venundi sagt, das sieht nicht gut aus. Doch, 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 doch. Wir sind bei der Brücke. Es hat... Ich habe für die erste Mission fast 50 Minuten gebraucht. Wie lange dauert hier ein Playthrough? Ja, wenn du gut bist, so 10 Stunden. Und wenn ich absolut nichts kann, ja, so 60. Wir haben eine Brücke repariert. Nice. Ziehst du dein Let's Play in Betracht? Vielleicht. Unser Fahrerprofil. Boah, Leute, ey. Fahrzeuge, es gibt 8 Fahrzeuge. Das klingt erstmal nach relativ wenig. Lol, es gibt doch Alaska und Taimyr. Ah, und da gibt es auch verschiedene Fahrzeuge. 11 Fahrzeuge also insgesamt, okay. Cool. Okay, finde die Werkstatt. Mach ich. Brauche ich. Ey, die Werkstatt muss aber auf der... Oh nee, jetzt muss ich den... Oh Gott, jetzt muss ich den Wachturm aktivieren, ehe ich zu... Oh, begib dich zur Werkstatt. Ja, ey. Boys und Girls, wie lange wollt ihr mich mit Platten fahren lassen, Alter? Alles klar. Ich habe 3 von 82 Missionen. Echt? Wow. Da habe ich 3 Missionen in 50 Minuten geschafft. Krass. Skiller, ey. Skiller? 55 Meilen pro Stunde. Keine Sorge, die überschreiten wir nicht. Puh. Läuft. Wie viele Dudes sind eigentlich am Start? Das würde mich mal bei SnowRunner gerade interessieren. Ey, Digga. Oh. Warum ist hier so ein komischer Mast umgefallen? Okay. Ich hab eine Idee. Offroad dran vorbei. Ja, ich glaube, der versperrt schon die gesamte Breite. Aber ich habe eine Idee. Ich habe keine Ahnung, wie das Werkstattsystem funktioniert, aber wir schauen mal gleich. Houston, we have a problem. Ja. Ey, immerhin, ich glaube, es ist das lustigste SnowRunner-Let's Play. Nicht das skilligste, aber das lustigste. iRacing 2, ja. Das sind die neuen Race Trucks und das neue Reifenmodell auch. Ich habe immer Angst, wenn Dave sagt, er hätte eine Idee. Oh oh. Alter. Kann sein, dass es vorhin gar nicht am Lenkrad lag. Warte mal, kann ich auch hier Gas geben eigentlich?
Okay, keine Ahnung, was hier los ist. So, was geht so, Leute? Was machen Sachen? Puh. Kann man mal seine Nachrichten checken. Cool, in der Familien-WhatsApp-Gruppe sind wieder 50 Nachrichten. So halt einfach so dumm gegen dieses Ding zu fahren und... Ach Gott. Ach ja. Wenn du willst, kannst du die Tageszeit ändern. Oh, danke. Ja, im Moment ist nachts entspannt. Passt alles. Müssen wir rückwärts fahren? Nö, aber... Ich glaube, dass es tatsächlich mit am meisten bringt im Moment. Was wird das? Ich gebe ehrlich zu, das frage ich mich gerade so ein bisschen auch. Okay, ich erklär's. Okay, ich möchte zur Tankstelle, weil der Sprit wird ein bisschen knapp langsam. Dann gehen wir, auch wenn es ein bisschen als Umweg erscheint, wir gehen hier weiter und gehen quasi einmal hier durch und gehen zu diesem Auto und mit diesem Auto fahren wir zur Werkstatt. Und ich vermute, dass das schneller geht. Und Crips Gaming Phil, vielen, vielen Dank dir für den Resub in den dritten Monat rein mit Prime. Merci. Und ich habe Leono verpasst. Vor 7 Minuten hat er reingesubbt. Merci, mein Lieber, für den Prime-Sub in den zweiten Monat rein. Vielen, vielen Dank. Das war aber, by the way, eine ernst gemeinte Frage, ne? Wie viele Leute sind eigentlich am Start? Weil ich habe wirklich keine Dings offen. Keine Zuschauerzahl-Dingsbums-Statistik. Kratz dich nicht am Rücken, Mann, fahr! Oh Gott. Okay, so... So geht's besser. 222, nice. Aber warum rückwärts? Oh. Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Ich habe mir überlegt, dass es wahrscheinlich einen besseren Grip geben würde. Du müsstest jetzt in das Auto switchen können. Echt? Nee. So, weiter rückwärts fahren. So, Stoppschilder braucht keiner. Hallo? Radio? Kannst du aber bitte angehen? Und guten Morgen, King Racing. In der Karte kannst du auf das Auto klicken und dann steuern. Echt? Das ist jetzt ein Witz. Warum geht das? Danke für den Tipp. Aber warum geht das? Das finde ich ein bisschen weird. Geht aber bei den getankten Wagen. Danke. Muss ich den Motor beim anderen ausstellen oder ist es kein Problem? Ausmachen. Okay, danke. Ja, das finde ich halt dann wieder ein bisschen komisch. So.
Ja, aber funktioniert. Alter. Das ist aber ein bisschen unangenehm, dass du sogar in so einem Gelände halt aufpassen musst, dass das Auto nicht weiter beschädigt wird. Straße kannst du Allrad auch stellen. Ja, ja, klar. Im Wasser bin ich mir noch nicht sicher, was besser ist. A oder L? So, das Tagfahrlicht? Ja, stimmt. Beim Wechsel ist das Licht ausgegangen, glaube ich. Alter, wie der aber hoppelt, ey. Mächtiges Kanonenrohr. Das schaukelt ungefähr so sehr. Nee, diesen Vergleich bringe ich nicht. Oh, zu früh. Ach, der Schwung würde reichen. So, let's go. Und moin, Race Town. So. Auto rollen lassen, spart auch ein bisschen Sprit. Alright, ich... Oh, warte. Ich gehe mal gerade einen kleinen Gamble ein. Ich setze mir hier einen Wegpunkt und versuche erstmal zum Wachturm zu kommen. Moin, Tobi! Ich muss hier schon rechts lang. Also eine Menü-App wäre sehr schön. Dann könnte man auch ein bisschen was sehen, ohne großartig hin und her zu swappen. Ich finde es gut, dass links oben nichts angezeigt wird. Als würde man wissen, wo meine bevorzugte Basecamp-Position ist. Ups. Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Ah, ich habe keinen Allradantrieb an. Okay, deswegen so große Probleme. Und Furis Spielecke, vielen Dank nochmal für den Raid. Oder Host, ja, merci, mein Lieber. Guten Abend. Ja, aber dieses Zusammenspiel mit der Winde finde ich eigentlich ganz cool, ne? Dass man das immer wieder mal machen kann. Gott. Upsi, upsi, Alter. Jawohl. Volle Kanne über den Stein. Ich muss halt sagen, was das Spiel für mich leider ein bisschen schwierig zu spielen macht, ist, dass alles so schwabbelig ist. Das Auto ist schwabbelig, die Lenkung ist schwabbelig, die Kamera ist schwabbelig. Irgendwie alles fühlt sich super indirekt an. Das ist jetzt auch kein... Das tut dem Spiel noch keinen Abbruch, aber... Trotzdem. Das fühlt sich alles schwabbelig an. Oh, Brudi, ey,
Alter. Das. Okay, zur Not Winde hinten anbringen. Oh nein. Okay, ich komme da irgendwie außen hin möglicherweise rein. Das ist gerade ein enorm schönes Bild. Weil mit Widescreen sieht das echt top aus. Okay. Ja, wir sind in einer problematischen Situation. Ja, ey, ich habe mir gedacht... Hiermit finde ich doch sicher irgendwas, was mir jetzt hier weiterhilft, aber möglicherweise auch nicht. Aber das kann noch funktionieren. Wartet mal ab. Ich kann hier noch raus. Okay. Winde anbringen. Nicht zu weit rein. Na. Ich hätte die andere Kiste einfach nicht kaputt machen dürfen, dann würde das alles so viel easier sein hier. Oh, sag mir nicht, dass dieser doofe, pupsige Strauch mich so unfassbar stört. Alter, ich manövriere mich jetzt zwischen die beiden Bäume noch. Oh mein Gott, ich hab's wirklich geschafft. So. Das ist jetzt ein Gamble. Der nicht funktioniert. Ich habe eine Idee. Das muss funktionieren. Komm. Warte, nee. Lösen. So, zack. Winde anbringen.
Funktioniert das eventuell? Oh! Ja! Ich bin raus! Ich lebe! Oh Gott, Alter! Ich lebe! Boah, Junge, ey! Wo ist die Werkstatt? Oh Gott im Himmel, ey! Wo ist diese Kackwerkstatt? Ich... sollte gegebenenfalls direkt zur Werkstatt gehen, ey. Oh, vor allem von der anderen Seite ist da scheinbar eine normale Straße. Okay, ich fahre jetzt rückwärts. Warte. Oh nein. Please. Lass mich jetzt nicht mitten auf dem Weg irgendwo verhungern. Nice. Boah, Leute. Alter. Boah, Junge. Nein, das ist noch falsch. Noch muss ich hier nach links. Oder? Theoretisch könnte es ja hier weiter gehen, oder? Berühmte letzte Worte. Ja, kleiner Corner Cut. Sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Oh Gott. Ja, Gott sei Dank, ey. Das funktioniert doch jetzt. Den Baum mitnehmen, drüber fahren. Boah, Alter, ey. Gute Straße. Gute Straße, die hier einmarkiert ist. Ich muss jetzt eigentlich fast durch, weil ich brauche noch Sprit. Ich könnte es bis zur Werkstatt schaffen, mit dem Sprit, aber ich will da ein bisschen safe sein. Und fahre damit in dieses Gebiet. Ich bin auch so ein Hennes, ey. Nichts gegen Leute, die Hennes heißen. Ey, ganz ehrlich, Regel Nummer 1, halte dich einfach von den Straßen fern. Das geht so viel besser. Allrad auf der Straße, bald ist der Sprit leer. Ja, easy. Boah, Junge, ey. Von der anderen Seite wäre es einfach so viel easier gegangen. So. Was haben wir hier? Keine Tankstelle. Ultra belohnt, Diki. Ah, aber wir sehen diese Straße. Einfach der Straße folgen. Lol. Bam. Was kann ich hier machen? Okay, Nummer 1, Nummer 2 und dann gucken wir weiter. Aber die Soundkulisse ist schön, die ganzen Frösche. Schön. Haben wir hinbekommen. War doch nicht so schwer. Moin, Niki. Und gute Nacht, Bench. Oh, boy. Okay, gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Passt. Also keine Tankstelle in der Nähe. Das ist ein bisschen kritisch.
sei Dank geht alles besser. Ich darf nichts dergleichen sagen, ich jinxe nur. Ich glaube, der hintere Scheinwerfer links, der soll so sein, oder? Schön. Oh Gott, endlich, ey. Puh. Ein bisschen irritierend, dass der Spritverbrauch in Minuten angezeigt wird, weil theoretisch kannst du ja, sagen wir mal, Halbgas geben, als weniger Spritverbrauch pro Minute, aber vielleicht pro Weg nicht. Ja, gucken wir gleich mal, wo es lang geht. Oh Gott, da kommt wieder eine Wasserstelle. Aber wenn ich die Wasserstelle überquert habe, ist da eine normale Straße. Vielleicht kann ich auch hier rüber gehen. Probieren wir es. Ganz ehrlich. Machen das jetzt mal so. Komm. Nein, folge einfach der Straße. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Ja, bitteschön, guck. Funktioniert doch. Weil jetzt ist die Werkstatt ganz in der Nähe und wir sind da. Oh! Das wäre zu gut gewesen, wenn ich das jetzt nochmal irgendwie mega versemmelt hätte an der Stelle. Die eingezeichneten Straßen sind ein Hinweis, nicht wo man langfahren sollte. Das kann natürlich sein und wir haben ab Werkstatt entdeckt. Oh Gott. Gibt's ja auch Menschen irgendwie, mit denen man reden kann? Upgrade erhalten. Aktivierbarer Allrad. Steuerter Variier... Ach, wahrscheinlich aktiver Allrad, oder? Nicht aktivierbar. Warte. Alter, wie ist der tiefer gelegt plötzlich? Ist vollständig repariert. Boah. Kannst du anzeigen lassen, für welche Trucks du das Upgrade benutzen kannst? Okay, danke. Jetzt kannst du kaputte Autos in die Werkstatt teleportieren. Danke. Das ist gut. Den hatten wir, ne? Warum kann man die nochmal kaufen? Truck ist in den USA nicht verfügbar. Ach stimmt, die dritte Stage spielt glaube ich woanders, oder? LOL!
Das ist so ein... Oh, das ist ein altes sowjetisches Ding. Die wurden in Armenien jahrelang noch als so Transportdinger genutzt. Kann ich bei der Trucks hier hin teleportieren? Weiß das jemand? Wo ist der Ford GT? Ja. Zum Truck oder dem Menü bergen. Okay, danke. Alles klar. Kann ich hier raus? Ach, ich soll nach Alaska? Lol. Hä? Okay, danke. Ich muss erst nach Alaska rüber wechseln. Also, den muss ich abstellen. Dann muss ich auf die globale Karte gehen. Was jetzt? Warum kann ich nicht erst irgendwie... Okay, aktivieren. Was jetzt? Ah, okay. Erstmal in die andere Werkstatt. Boah, Alter, das ist aber auch schon so ein bisschen sehr, sehr hakelig gemacht, die Steuerung, muss ich schon sagen. So, Snow. Okay, Leute. Als ob ich mit diesem Teil irgendwas transportieren könnte. Ja gut, eine Sache kann ich immer hier transportieren. Oh, da ist ein kleiner Anhänger. Lull. Ach, das ist ein Anhängershop auch noch. Okay. 3400. Habe ich so viel Geld? Habe ich. Tankauflieger. Oh, okay. Kleiner Scout-Pirschenwagen. Okay. Scout-Pritschenwagen. Alright, Leute. Gucken wir mal, ob wir das Ding hier eventuell mit einem anderen Ding mit neuen Anhänger entdeckt. Okay, schön. Habe ich mir schon gedacht, dass man das Ding irgendwie dann vielleicht mit einem anderen Fahrzeug mitnehmen kann. Ja, Leute. Aber ich würde sagen, das war ein guter erster Eindruck, den man vom Spiel bekommen hat. Wenn man ein bisschen geskillter ist als ich, dann kann man halt relativ... Also, relativ easy, glaube ich, zur Werkstatt kommen. Aber, ja. Ich habe leider den einen Truck geschrottet. Da war eine Unaufmerksamkeit drin und ab dem Punkt wurde es ein bisschen schwieriger, das Spiel. Ansonsten würde ich sagen, wir schließen mal die erste Session ab. Wir haben ungefähr anderthalb Stunden jetzt gehabt, wo wir hier gefahren sind. Ja, die ganze Steuerung und so muss man auch nochmal lernen. Kurzes Zwischenfazit so... Am Anfang, ich hoffe, die Musik ist nicht irgendwie Copyright geschützt oder so, weil das wäre ein bisschen lästig. Ja, also ich sag mal so.
So, warte mal. Warum ist immer noch Musik? Okay. Settings funktionieren. Ja, also ich sag mal so, hat auf jeden Fall lustig, war auf jeden Fall lustig hier fürs erste Mal anspielen so. Aber es ist halt an einigen Stellen krass übererklärt, an einigen Stellen hardcore untererklärt. Und das ist so eine Sache, die ich halt manchmal bei sowas nicht verstehe, aber das sind halt so die Nischenspiele, wo es vielleicht auch nicht so das krasse Budget gibt, da gibt es nicht so ein krasses Testing und vielleicht sehen die nicht, wo Leute vielleicht Probleme haben, irgendwas zu verstehen oder nicht zu verstehen. Und vielleicht gibt es halt teilweise auch einfach ja, so ein paar Sachen in der Menüführung, wo sich dann nicht so viel Zeit und Budget für genommen werden kann. Glaube ich. Ach, die Musik kommt vom Gebäuden. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, dann können wir nochmal kurz ein bisschen weiterfahren. Ja, ansonsten lustiges Game, wie gesagt, die Fahrphysik finde ich ein bisschen komisch und wobbelig, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Herausforderung und an für sich muss ich auch sagen, obwohl es technisch nicht brillant ist, es ist jetzt kein Witcher 3 vielleicht, sieht es trotzdem echt schön aus. Also es ist echt schick, muss ich sagen, an der Stelle. Insofern, ja, schöne Sache. Und hat Spaß gemacht. Ja, für die Leute, die in der Nische unterwegs sind, ist wahrscheinlich eh interessant. Für die Leute, die nicht in der Nische sind, die werden da eh keinen großen Gefallen dran finden, glaube ich. Aber ja, das ist halt einfach so eines der Games, die die Globalisierung eben zulässt, weil heutzutage kann jeder, auch die digitalen Stores und so, weil heutzutage kann dann jeder so ein Game entwickeln und publishen und für jeden auf der Welt zugänglich machen. Und weil die Zielgruppe nicht so super groß ist, glaube ich, hätte es in früheren Zeiten nicht unbedingt so seine Kundschaft gefunden, aber jetzt schon. Und ich glaube, da werden einige Leute sehr viel Spaß mit haben. Ja, genau, Physics Engine Porn, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. 39,99 gibt es, für 39,99 gibt es das Spiel. Moin Denzu, by the way, an der Stelle. Aber ich glaube, an der Stelle beenden wir mal die erste Session mit diesem Spiel. Für alle Leute, die im VOD zumindest dabei waren, gerne Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Abo raushauen, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Gerne beim nächsten Mal wieder dabei sein und vielleicht auch live dabei sein. Und ich gucke mal, ob ich das Spiel noch weiter zocken werde. Ich glaube, in so unregelmäßigeren Abständen schon. Mal gucken. Aber ansonsten, ja, wer dieses Spiel sehr cool findet, nicht unbedingt nur wegen der Physik, der kann sich mal Death Stranding anschauen. So diesen Weg, den eigenen Wegbahn, das gibt's da halt auch. Ja, aber ansonsten, haut rein. Bis dann.